Dieser österreichische Tourist im norditalienischen Passagno wollte vermutlich ein cooles Foto mit dieser Skulptur aus dem 19. Jahrhundert machen. Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie er dann mit seinem Ellenbogen drei Zehen der Statue abbricht. Danach geht er umher, schaut sich um und verlässt den Raum. Die Polizei hat den Mann nun identifiziert. Demnach sei er der Ehemann der Frau, die die Führung der Touristengruppe aus Österreich organisiert hatte. Das Kunstwerk wurde von dem berühmten Bildhauer Antonio Canova geschaffen und zeigt die nackte Paulina Borghese, die kleine Schwester des ehemaligen französischen Kaisers Napoleon Bonaparte. Die Statuen von Canova werden auch in Rom ausgestellt und befinden sich preislich im ein- bis zweistelligen euro bereich